Das war aber eine anstrengende Nacht. Hier. Oh, ich muss wieder genau Holz nachfüllen. Ihre Bestellung. Oh, sehr schön. Das gefällt mir. Geld, habe ich noch was dabei? Ja. Da ist nichts drin, da auch nicht. Nix verkauft, nix verkauft. Boah, dieses. So ein Arsch. Das kann doch nicht sein. Wow. Wie viel habe ich da verkauft? 16. Da können wir hier gleich mal nachfüllen. Das ist ja wunderbar. Jetzt habe ich da draußen ein Loch. Toll. Was ist da? Ah, die zwei dreckigen Hunde wieder. Naja, sollen sie noch so lange ihren Spaß haben, wie es geht. Kommst du da mal raus? Dieser Olaf, nee. Abstimmung zum Landesherrn Frauen regeln. Man darf sich nicht selber wählen, man darf sich nicht selber. Was? Also, der das geschrieben hat, der war ein bisschen daneben. Wieso? Da steht zwar immer das Gleiche drauf. Hä? Man darf sich nicht selber wählen, man darf sich nicht selber wählen. Oh. Und wo soll man hier wählen? Hier, wissen. Also wo drauf soll man wählen? Wohin? Du nimmst dir ein Buch, beschriftest das und legst es in die dunkle Kiste. Zur Wolf, ja gut. Wen nehmen wir denn? Frauen können sehr zickig sein, wenn man sie wählt. Wenn die Macht haben. Oh, hallo, Aber nicht jeder. Nicht Ich würde jede. aber auch keinen wählen, der zum Beispiel nicht will. Auch wenn sie ihren Nein. Mann. Am besten würde ich ihm das Tafel. Buch nicht zu signieren. Das ist eine geheime Wahl. Aber steht da nicht, dass man das irgendwie signieren muss? Buch signieren, unsignierte zählen nicht. Also. Naja, also. Für mich kommen bis jetzt nur drei Personen in Frage. Also den Olaf würde ich auf jeden Fall nicht wählen. Der ist mir zu verrückt. Wer kann Hat mir er denn sich für Sie überhaupt in zur Wahl Frage? gestellt? Das werde ich niemandem erzählen. Ach so. Ich mache es auch vom Schlafrhythmus abhängig. Also ob jemand ziemlich häufig wach ist, weil ich glaube, der Beruf ist oder der Job ist sehr anstrengend und intensiv. Oh, hallo Herr Melvin. Hallo. Hi. Jeder hat eine Stimme, richtig? Ein Aufstand. Ja, eine Stimme für ein. Hier geht's um den Landesherrn oder die Landesfrauwahl. Ach ja. Bin ich wieder. Ja. Ja, aber das, Sie müssen, ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie hier erstmal durchlesen. Ich hab doch schon fertig. Ach so. Hä? Ich wusste ich doch nicht. Nein, weil sie mich dann so. Ich wollte nur sagen, wo es rein, weil sie. Egal. Ich Ich wollte weiß, sie wegen das dem steht Pferd wohl fragen. beschriftet. Herr Darko, ich wollte aber auch nochmal zu Ihnen wegen der Erfindung und dann meiner Bestellung mit dem Slate, weil müssen wir uns noch über die hier, oh Gott, was war das nochmal? Erfindung. Erfindung Oder was? unterhalten, genau. Tut mir leid, Ja. ich bin zu alt. Ich ja, hab manchmal Aussetzer. Ja, genau. Tobias, warte kurz. Meine Güte. Ist Egal, halt ein kommen Sie Zappel, mit. Philipp.
ich. Ja gut, er wollte was kaufen. Mit meinem Problem. Ich komme dann nochmal zu Ihnen, Herr Melvin. Okay. So, ich habe ihm schon mal irgendwo welche zurückgelegt. Genau hier. Ich habe für das Holz habe ich ihn ja schon mal. Ich habe ihn, sie haben mir Holz gegeben, deswegen habe ich ihnen jetzt das Geld dafür oder das Herstellungskosten dafür wiedergegeben. Also die sind geschenkt. Okay. Dann ist jetzt das Problem, es macht ja die Wolle abhängig, welche Farbe die haben. Was bedeutet, ich habe da noch eine braune und ich habe hier noch eine weiße. Ja, also mir das Aussehen ist eigentlich egal, weil... Sie können theoretisch ja alle nochmal umfärben. Ich glaube, das geht mit Farbstoff. Ja. Aber das für 7 Münzen dafür ist recht günstig. Jupp. Das liegt aber auch noch zurzeit nur daran, dass die Enderperlen noch von Ihnen kamen. Okay. Ja. Ich weiß jetzt nicht so, wie häufig die jetzt sind, weil ich habe da keine Preisvorstellung. Ich glaube, ich habe schon wieder irgendwo eine bei mir in den Kisten. Die Monster tauchen ja gerne mal Tag und Nachts auf. Ja, aber ich schlag die eigentlich nicht. Ich lasse die einfach in Ruhe. Ja, ich mach die kaputt. Ach, und hier für ihren Aufwand gibt's auf jeden Fall noch einen Bonus. Ach, nö. Muss das sein? Ja, da können Sie sich mal was Ordentliches zu essen holen beim Fräulein. Oder was Ordentliches zu trinken. Ja, was würde mich die Enderperle kosten, wenn Sie eine haben? Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Dann überlegen Sie das erstmal und ich hole mir eine zweite Meinung ein. Okay, aber danke auf jeden Fall erstmal für die Teile und ich hoffe, die funktionieren. Sie mögen Herrn Tobias nicht wirklich, oder? Genau. Ja. Dann, machen Sie doch eine sehr, sehr einfache Sache. Stellen Sie Holzkohle her und verkaufen Sie billiger als seine Kohle. Weil mit Kohle macht er zurzeit sein größtes Geschäft. Ich weiß es, weil ich selbst immer Kohle holen muss. Aber Sie arbeiten noch in der Mine. Wenn Sie selber unter Tage gehen und Kohle abbauen? Ich krieg kein Geld. Der bezahlt mich nicht. Dann müssen wir das auf jeden Fall mal regeln, weil es kann ja nicht sein. Ein Angestellter muss für seine Arbeit schon entlohnt werden. Ja, wir haben da einen recht komplizierten Vertrag. Aber ich habe sowieso, weil er mit mir eigentlich wie Dreck rumgeht, habe ich gar nichts dagegen. Ich komme schon um die Runden allein mit dem Laden. Ich brauche den Job da hinten nicht. Okay, ja, gut. Dann stellen Sie die Arbeit einfach erstmal ein und spätestens dann, wenn er nichts mehr verkauft. Vor allem, Sie könnten doch auch, ich habe ja gesehen, er verkauft Steinschwerter und Äxte, ja, nicht gerade günstig. Ja. Sie können das doch auch zumindest verkaufen. Dann lassen Sie sich vom Herrn Ramon mal darin unterweisen, weil Sie brauchen ja auch die Spitzhacken. Und der Herr Tobias ist ja auch nicht immer da. Ich sag mir so, bei den Spitzhacken und so weiter, kleiner Geheimtipp, Herr Ramon verkauft die gratis. Ja, das habe ich schon mitgekriegt, vor allem, wenn man ihnen die Ressourcen bringt. Ja, erstens das, aber auch schon so, macht er mal ein Auge zu. Ja, also für die Stadtwache geht er ja auch schon sehr stark mit den Preisen runter, also... Ja, ich habe ja auch einen Exklusivvertrag, was er so betrifft. Es ist ein Wunder, dass er überhaupt, Essen leisten kann. Auch der hat genug Geld, der hat ultra viel Geld. Keine Ahnung wie, aber er hat genug. Nur schauen Sie sich das mal an. 6 dieser bescheuerten Erze für 3 Münzen. Also wenn ich hier einmal die ganze Reihe lang gehe, ist absurd, 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 absurd. Geht noch. Matten drin, absurd. Die Äxte, die waren ja mal doppelt so teuer, soweit ich weiß, und das Schwert auch. Nee, die waren vorher 3 Münzen, jetzt hat er sie runtergesetzt. Aber generell dafür noch Geld zu verlangen, ist absurd. Wann waren die 3 Münzen? Ich habe immer 4 dafür bezahlt. Die waren eigentlich seit die Automaten da stehen, 3 Münzen. Da waren immer 3. Okay. Achtung, er kommt. Hallo. Hallo.
Ich gehe wieder rein. Ja. Falls die Gerätschaft mal kaputt sein sollten, kann ich da jederzeit zu Ihnen kommen, dass Sie sich das mal angucken? Ich kann die gerne auch installieren. Und nee, das mache ich schon selber, weil okay. Mein Dachboden muss niemand sehen. Dann gucken Sie sich meinen an. Ich habe hier ein kleines Accessoire, aber die stechen, wenn sie springen. Ja, das kenne ich. Die haben mich schon mal so doll gestochen, dass ich umgekippt bin. Ja. Deswegen, ich reiß ja auch nicht ab, nicht, dass sie mich angreifen. Ich lasse die da einfach wohnen, weil die lassen mich in Ruhe und ich lasse sie einfach in Ruhe. Okay. Ja, ja, also... Ich helfe immer gerne bei Fragen. Ja, gut, Ich wollte aber trotzdem noch irgendwas. Irgendwas hatten sie hier mal verkauft. Genau, hier unten. Windräder. Das genau. Und diese komische Box hier. Beides ausverkauft. Toll. Sind sie ein bisschen zu langsam gewesen. Also, ich sag nur so, die Box... geht, die kann ich relativ schnell herstellen. Okay. Ja, das Windrad geht auch relativ leicht, nur den Dynamo, in dem sich das Windrad dreht, der ist sehr, sehr aufwendig. Und ohne das kann man das gar nicht aufstellen, ohne dass es umkippt. Okay, Ja, gut. Also ich kann Ihnen die Box in wenigen Minuten machen, wenn Herr Rautenmann irgendwo ist. Und ja, die anderen würde ich Ihnen halt bestellen, wenn Sie die wollen. Es rennt ja nicht weg. Irgendwo ist schon wieder was eingeschlagen. Das ist schlimm mit den Blitzen. Ja, mein halbes Dach war weg. Da war ein Loch drin. Entweder sind sie wieder drauf gelandet, oder? Ja gut, bei mir ist komischerweise noch nie einer eingeschlagen, aber gut. Ja, obwohl sie das größte Haus hier haben. Ne, ich stehe einfach nur hoch. Ja, wegen dieser Box, also wenn Sie da mal eine über haben, wenn Sie die wieder bauen, legen Sie mal einfach genau. Eine zur Seite legen. Ja, mach ich. Okay, dann erst einmal einen schönen verregnerischen Tag. Olaf? Moin. Ja? Wie viele von den Enderperlen haben Sie? So, ich hab meine Fahrstühle. Endlich kommt der Dreck aus meinem Haus. Yay! Yeah.